herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mich hat die Lookfantastic Beauty Box erreicht. Ich habe die Lookfantastic Beauty Box ja in einem 3-Monats-Abo. Das wäre auch somit die letzte Box, die ich bekomme. Ich habe das ja in einem 3-Monats-Abo abgeschlossen, um zu sehen, welche Produkte sich in dieser Box befinden. Ich bin relativ zufrieden mit den letzten beiden Boxen und ja, ich werde jetzt immer wieder neue Boxen versuchen oder beziehungsweise neue kennenzulernen und auch zu bestellen. Es wird auch demnächst noch eine neue Box ankommen. Ich weiß aber nicht genau, wann. Genau, also auf jeden Fall wird die Lookfantastic Box mit einer anderen Box ersetzt. Aber dazu sage ich euch dann mehr, wenn die Box mich erreicht hat. So sieht einmal die Lookfantastic Beauty Box den Monat Januar aus. Ich finde ein sehr schlichtes und schönes Design. Genau, schauen wir doch einfach mal zusammen rein. So sieht es einmal aus, wenn ich es aufpacke. So, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Produkt. Das ist eine 72 Stunden Hydragel Maske. Das kommt einmal in einem kleinen Tiegelchen, hat einmal 15 Milliliter. Genau, ich werde jetzt einmal dran riechen für euch. Ja, sie riecht sehr gut. Stark parfümiert, aber ich finde, sie riecht sehr gut. Genau, also die Marke werde ich euch jetzt nicht vorlesen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Genau, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie man das genau ausspricht. Genau, also das erste Produkt von der Lookfantastic Beauty Box gefällt mir ganz gut. Mal schauen, ob hier noch irgendwas dran steht. Nein. Es ist auf jeden Fall eine Gelmaske. Dann haben wir hier einmal von Molton Brown London einmal Orange und Bergamont, ein Bad- und Schauergel. Genau, sieht so einmal aus. Werde ich auch einmal dran riechen. Ja, es riecht leicht nach Orange. Ich finde, das riecht irgendwie so ein Weihnachtsgewürz. Aber bin ich gespannt, probiere ich aus und gebe auch gerne Feedback dazu. Also wenn ihr die Produkte, die ich vorstelle, wissen wollt, wie die so sind, dann bitte fragt mich. Ich gebe Feedback, genau, und ich hoffe, beziehungsweise das ist ja ein tolles Produkt. Genau, es hat einmal 100 Milliliter, eine schöne Größe, wie ich finde. So, dann kommen wir zum dritten Produkt. Und zwar, das ist einmal eine Morning Expert Hyaluronic Serum. Genau. Sieht so einmal aus. Wie gesagt, ich kenne die Produkte leider nicht, sonst könnte ich viel mehr dazu sagen. Da sind einmal 15 Milliliter drin. Genau, aber ich finde die Produkte immer sehr schön, was hier drinnen sind. In der Lookfantastic Box, in der Glossy Box, in der Pink Box. Also es waren immer sehr tolle Produkte drinnen. Genau, wie gesagt, ich bin da ja auch am Testen dann und auch an neue Boxen am Testen. Ist das Deutsch? Ja. Also das ist auf jeden Fall mit Vitamin C. Bin ich gespannt. Ah, ich könnte ja auch einmal riechen. Riecht sehr frisch, riecht aber so ein bisschen, wie soll ich das sagen, riecht so ein bisschen nach, Zahnpasta. Ich habe das hier ein bisschen auf die Finger bekommen. So, dann machen wir doch weiter und das ist einmal Coconut and Fig Hair Mask mit Kokosnussöl und Murmuru Butter. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Hier die Verpackung finde ich sehr schön. Ist eine gute Größe.
hat einmal, wo steht das? Wo steht das? Steht gar nicht dran, wie viele Milliliter das sind. Okay, steht jetzt leider hier nicht dabei, aber werden so an die 50 Milliliter sein. Also zum Ausprobieren auf jeden Fall sehr, sehr gute Größe. Genau. Dann kommen wir doch schon zum vorletzten Produkt. Und das ist einmal von Brushworks Scalp Massage Brush. Schaut einmal so aus. Ich kenne das nicht. Also ich habe es schon mal in Videos gesehen, glaube ich zumindest. Once hair is wet, apply the product of your choice and then use the brush to massage your head in small circles. Also man, ich mache die mal raus. Das ist eine Massagebürste, die man im nassen Haar verwendet. Genau, und dann einfach einmal die runde Bewegungen hier macht. Genau, also so sieht die einmal aus. Finde ich cooles Produkt. Finde ich cool, dass das hier drinnen ist. Wie gesagt, es sind immer wieder Produkte, die man nicht kennt, die man austesten kann und ja, einfach super sind auch. Also wie gesagt, die Box ist ja auch schon wieder echt Hammer. So, jetzt kommen wir doch zum letzten. Das ist einmal Dr. Lip, glaube ich. Original Nipple Balm, 100% Natural for Dry Skin and Glossy Bits. Genau, dazu kann ich jetzt echt nicht viel sagen, aber mich würde interessieren, wie das riecht. Er hat keinen besonderen Duft, steht auch dran, Natural. Aber das hat hier so einen Applikator wie bei einem Lipgloss. Finde ich aber ganz interessant, keine Ahnung, ob ich das verwenden werde. Kennt ihr solche Produkte? Habt ihr schon mal sowas benutzt? Wenn ja, lasst mich das bitte gerne wissen. So, jetzt war einmal der Akku leer. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch bis zum Ende, aber gut. So, mein Fazit zu der Lookfantastic Beauty Box im Januar war eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also ich finde die Produkte an sich super, die Verpackung finde, also das, die Aufmachung von der Lookfantastic Beauty Box finde ich diesmal wirklich schön. Und auch die Produkte sind toll. Wenn, sagt ihr mir doch gerne, wie ihr die Produkte findet. Und ansonsten würde ich sagen, ich beende hier dieses Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Thank you.